Ja, ich glaube, die Botschaft ist, es gibt viele junge journalistische Talente. Und die wollen wir fördern und die muss man entdecken. Und der Preis soll ein bisschen dazu beitragen, ihnen auch Mut zu machen, sich mit ihren Beiträgen dann auch zu beteiligen, entweder in der Schülerzeitung oder aber auch im Netz. Und da hatten wir auch vom Chamäleon, im deutsch-französischen Gymnasium, ein schönes Beispiel dafür, im Netz eben tätig zu sein und die ganzen unterschiedlichen Verteilwege zu nutzen, die heute über das Internet geboten werden und von jungen Leuten ja gerade besonders viel genutzt werden. Ja, gerade heute in der Zeit des Internets haben wir ja einen Wahnsinnsflut an Informationen und da ist es wichtig, dass man Journalisten hat, denn Journalisten sind es gewohnt, Kompass zu spielen, Dinge einzuordnen, den Menschen Orientierung zu geben und die Informationen etwas zu ordnen, damit sie auch für den Konsumenten besser konsumierbar sind. Und deshalb ist der Journalismus so wichtig und deshalb ist es ganz wichtig, dass man ganz früh daran denkt und Schülernachwuchs, journalistischen Schülernachwuchs fördert. Und das machen wir mit dem Axel-Buchholz-Preis. Ich will keinem anderen der Preisträger damit Unrecht tun, aber ich war besonders beeindruckt von der Rumi Wüst, die ja gleich zwei Preise bekommen hat. Einmal davon, wie sie geschrieben hat. Sie hat ein großes journalistisches Talent, glaube ich. Und sie hat auch uns einen Zugang in eine Jugendwelt erschlossen mit ihren Beiträgen, den man als Älterer ganz schwer hat. Und ich kann mir sehr vorstellen, dass sich auch junge Leute darin wiedergefunden haben. Also das hat mich emotional sehr beeindruckt. Auch ihre Art, sie war ja über Skype zugeschaltet aus Vancouver in Kanada. Und ich fand es einfach beeindruckend auch und menschlich schön, wie sie sich gefreut hat, natürlich über gleich zwei Preise an einem Abend für sie nachmittags.